Liebe Freunde chinesischer Nudelkunst, Nudelsuppenkunst, auch Ramen genannt. Was ich heute entdeckt habe, ist echt der Hammer. Ihr habt schon gesehen im Thumbnail, ja, da waren die normalen Shrimps, die in der Shrimps-Cup-Nudel drin sind. Und die daneben ist ganz neu. Nennt sich Nissin Cup Nudel Shrimps Gourmet. Und was ich da euch jetzt zeige, da haut's echt den Boden raus. Ich muss das anders machen, weil das ist sehr, sehr heiß hier. Das sind die normalen Shrimps-Nudeln, aber ey, haltet euch fest, guckt euch das an. Da sind, kostet halt auch entsprechend, ja. In der neuen Version sind Tigergarnelen drin. Und die schmecken super. Gibt's aber, aufpassen, steht nicht da, wo die normalerweise stehen, also bei den Cup-Nudeln, sondern steht im Kühlregal. Weil die Shrimps müssen gekühlt werden. Und auch die Haltbarkeit ist nicht ganz so doll. Ja? Aber oh. Das ist quasi nochmal, da mir die Cup-Nudel-Shrimps sowieso schon so gut geschmeckt haben, ist das nochmal eins voll auf die Fresse. Ohne Scheiß. Ne? Das schmeckt so toll, diese Shrimps da drin. Wahrscheinlich haben sich so viele Leute beschwert, dass da so kleine Shrimps drin sind und man die gar nicht bemerkt. Da haben die jetzt aber auch, gell, im Kühlregal dran denken, gell? Ich habe die im Kaufland gefunden. Nennt sich Nissin Gourmet. Und ansonsten die Brühe auch total lecker. Aber die war ja schon vorher lecker, ja? Die werden genauso zubereitet wie die Trockennudeln, ja? Wasser warm machen, reinschütten, 5 Minuten warten. Und da sind viele drin, das ist schon die dritte. Muss mal gucken. Kostet halt auch, ne? 5,99 Euro. Da ist die vierte. Wow. 4 Stück habe ich bis jetzt. Und ey, die Tigergarnelen, die sind so geil. Aber, ob ich da wirklich... Sagen wir es andersrum. Das ist schön, dass Nissin das jetzt macht. Ja, aber ich hätte es nicht gebraucht. Und auch für 5,99. Es ist ein bisschen mehr drin. Es steht da drauf, es ist 2 Personen. Da ist noch eine. Das ist dann die fünfte. Da ist noch eine, das ist dann die sechste. Wow. 5,99 ist ein bisschen happig, ne? Auch wenn da echte Tigerkanäle drin sind. Die sind übrigens geräuchert und gekocht. Schon so geräuchert und gekocht. Das heißt, und die sind in der Extra-Packung. Also die Garnelen sind in der Packung nochmal extra verpackt. Wahrscheinlich, damit sie sich frischer halten. Da sind nochmal 2. Damit sie sich frischer halten, ja. Das ist echt der Hammer. Ja, sind praktisch die Garnelen extra verpackt und unten dann die Nudeln und die Brühe. Und, weißt du, ist ja ne, ist für 2 Personen, ist ja alleine. Klar, ne? Ja. Die sind super geräuchert, gell? Und ist auch nicht wieder scharf. Wie viel ist das jetzt? Die 8. Die 7. Habe ich noch eine? Nee. Nee. Was waren das jetzt? 7 oder 8? Geil. Habe ich jetzt aufgegessen. Die haben so einen Räuchergeschmack. Ganz geil. Aber wie gesagt, ob ich das wirklich haben muss für 5,99 €. Weiß ich nicht. Und die Brühe schmeckt so wie immer. Bei der Brühe schmecke ich keinen Unterschied. Und in die Brühe mache ich auch ein bisschen Chili rein. Ich mag es ja ein bisschen Chili, ja. Ein bisschen darf es brennen. Aber bei dem Video letztens mit den A1-Nudeln, Entschuldigung, das Video hat es irgendwie versemmelt. Bei den A1-Nudeln, das ist mir zu arg. Das ist viel zu würzig. Aber ein bisschen Chili muss rein, ja. Gut, wenn man jetzt natürlich die Shrimps, so wie ich gerade,
Tigergarnelen. Da steht übrigens nicht Schrimps drauf. Wo habe ich denn die scheiß Packung hin? Ah, jetzt ist die schon unten. Ah, die Frau hat es gerade runtergetragen. Gelber Sack voll. Ja. Die heißt doch nicht Schrimps, die heißt Garnelen. Steht drauf, West Tiger Garnels. Oder steht Schrimps drauf? Das sind ja keine Schrimps, das sind Garnelen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Falls ihr bei euch einen Handelshof Kaufland in der Nähe habt, dann guckt doch mal im Kühlregal. Da wo die Fertiggerichte stehen. Da stehen jetzt Nissin, Kappnudeln mit Tigergarnelen. Finde ich eine super Idee. Die müssen sie wahrscheinlich räuchern und kochen, weil sie sonst ja nicht so lange halten. Die sind zwar in Plastik verpackt, aber wie lang? Ich glaube 14 Tage. Die halten, nee, das war nicht mal 14, ich glaube eine Woche. Also das ist, wenn die das nicht abverkaufen, müssen sie es wegschmeißen. Aber auch ganz schön mutig für einen Laden, was hinzustellen, was nur eine Woche haltbar ist, ne? Kann aber sein, dass das schon eine Woche steht. Also von daher, ich weiß es nicht. Ja. Hm. Ey, die Brühe ist der Burner. Boah. Ich denke mal, dass sie sie wegen der Haltbarkeit kochen. Oder einfach, ich weiß nicht, ob es gekocht sind. Aber geräuchert sind sie auf jeden Fall. Sie haben sehr geräuchert geschmeckt. Ja, und die Nudeln sowieso top. Ja, Nissin halt, ne? Ja, das merkt schon gleich. Ja, jetzt ist keine mehr drin, schade. 7 oder 8 Stück waren es. Kann ich mal im Asia-Restaurant bestellen mal 6 Tigergarnelen extra auf deinen Garnelenteller oder auf deine chinesische Nudel mit Garnelen. Bestell dir mal 6 Tigergarnelen extra und guck, was die verlangen. Die verdienen bestimmt 6 Euro. Also pro. Könnte ich mir vorstellen. Ja, und hier kriegst du es für 5,99 mit Suppe. Mmh. Wahnsinn, lecker. Also, kurzes, kleines, knackiges Auf-Eating mit Rückenschmerzen. Wenn ihr das nächste Mal Kaufland seid oder Handelshof, ich weiß nicht. Also wir sind, glaube ich, Kaufland? Wir sind, glaube ich, Kaufland. Dann schaut bei den Fertiggerichten im Kühlregal, ganz wichtig. Die stehen im Kühlregal. Nissin Kappnudeln Tigergarnele. 5,99 Euro ist halt Wort, ne? Das sind 12 Mark. Aber probiert's aus. Sehr lecker. Wunderbar lecker. Ciao.